Aber hat auch keiner hier sonst gesehen. Nee. Ha. Kann ich zumindest sagen, im ersten Raum ist auf jeden Fall nichts. Dann maximal noch im zweiten Raum. Na, noch ein Panzer? Natürlich noch ein Panzer. Wir wollten ja auch wieder in den Abgrund fliegen. Ist auch nichts weiter. Wenn ich den aktiviere und nach links gehe? Ja, ja, Zeit läuft ab. Er hat den Abgrund bezwungen. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo hier potenziell ein Secret sein soll. Jetzt alles einmal irgendwie abgelaufen und habe nichts gesehen. Boah, keine Ahnung. Ich habe alles zu dem Spiel vergessen bis heute, aber hier an Streams weckt so viele traumatische Flashbacks. Dann machen wir erstmal das Schloss und gucken uns dann gleich nochmal ein bisschen in der Welt um. So. Egal, dann ist halt der Panzer weg. Ist jetzt auch nicht so das Schlimmste der Welt. Oh, die springen wesentlich früher, als ich es erwartet hätte. Kann man auf den draufstehen? Wenn die aufstehen? Mit dem Dreiersprung melden? Eins, zwei, drei. Closen one. Moment. Na. Nee. Immerhin darf ich genau hier starten, wo ich eh gestorben bin. So. Eins, zwei und... Nice! Oh, cool. Ach so! So wäre ich dran gekommen. I see. Ob du mich nur noch getroffen hast. Frech. Aua. Ich finde immerhin immer andere coole Wege, wie man an den Stuff drankommt. Scheiß auf die Norm.
Nur fehlt noch eine Münze. Da oben nicht. Gut. Sehr gut. Ah ja, dann weiß ich, ich kann jetzt hier einfach durchlaufen. Und mir die gleich von hier oben ausholen. Na, schade. Ich dachte, ich komme wieder nach oben. So, einmal weg. Ekelhaft. Ja, ich würde sagen, it's Fireflower Time. So, wer wartet hier? Oh no, it's Mr. Fishman. Okay. Spring doch nicht mal so weit weg. Gucke ich einmal in den Chat, plötzlich steht da plötzlich der Boss vor mir. Ups. So, Welt 5. Die wir natürlich noch nicht machen werden. Weil wir in Welt 3 noch einiges vergessen haben. Jo. Ich denke mal, ich wollte Welt 3 zumindest noch fertig machen. Welt 2 haben wir komplett, ne? Ja. Jetzt halt die Frage, wo die ganzen Secrets sind. 3-2 potenziell? Da könnte man nach unten 3... Turm. Ich guck mal bei 3-2 nochmal rein, welche Welt das war. Ne, Schnee werden wir heute nicht mehr machen. Also mein Ziel wäre es heute zumindest noch Welt 3 zu vervollständigen. Ich bin tot. Fängt gut an. Also ich werde nochmal ein bisschen selber gucken. Und dann wahrscheinlich mal fragen. Das ist der Panzer. Und dann wahrscheinlich euch mal fragen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, wo noch was sein könnte. Der Panzer wird mich safe umbringen in dieser Welt. 100%. Aber ich bin auch zu geizig, den jetzt einfach wegzuschmeißen. Aber hier war ja was drin, ne? Ah ja, das war das Level. So. Ist das da oben? Nein, 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 nein! Ich sagte, der Panzer wird mich umbringen. Ist das so gut? Nein, weil ich da nicht mehr durchkomme. V
Vor allem kann sich der Riesen Mario auch nicht ducken. Er hat einfach seinen Freund gerecht. Er ist mit seiner Leiche stehen geblieben, hat sich umgedreht und gemeint, dich kriege ich, Junge. So. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mal ausprobieren möchte, und zwar die Röhren da. Ja. Haha. Aber es sieht mehr aus nach einfach nur Geld. Ja, es ist einfach nur Geld. Schade. Gott, ich bin bei besoffenen Pilzen gelandet. Oh wait, never mind, das ist der Secret Exit. Oh cool. So, dann wird 3B. Oh. Ah. Gott. Das lustige Röhrenlabyrinth hier einfach. Gehen sie weg. Aber ich finde es schön, wie viel Yoshi's Island Soundtracks die hier recycelt haben. Wenn die Pflanzen sterben, ist es doch auch einfach 1:1 ein Yoshi's Island Soundtrack. Dieses. Ah, endlich mal eine richtige Röhre gefunden. Jetzt muss ich in irgendeiner roten Röhre hoch, die zwischen zwei grünen ist. Ist es die hier? Yes. Und tschüss. Zum ersten Mal einen Stern bekommen. Auch wenn das hier wahrscheinlich super gefährlich ist. Oh wait, da komme ich doch einfach so hin. Oh nice, und direkt auf den Mittelpunkt. Wunderschön. Ich liebe das Geräusch. Ja, nice. Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich einen Block nicht einfach blind drauf hinspringe, sondern vielleicht gucke, dass ich was hole, was ich haben möchte. Dachte mir, das ist vielleicht smart. Boah, das ist meine Idee. Das sieht ja aus wie wieder ein Todesfisch-Level. Hilfe! Frech, ist ja einfach ins Wasser fallen. Oh, scheiße. Never mind, hier wollte ich hin. Alles gut. Just as planned. Oh, nice, den kann man auch umhauen. Der kommt eh safe gleich wieder. Aber ich habe ihn zumindest einmal gekillt. Verdammt. Also ich gehe davon aus, dass der wiederkommt. Ah, da ist er ja schon. Wie machen wir das denn jetzt? Genau, spring erstmal hoch. Lass mich deine Münze snacken. Und lass mich von dir nicht mein Leben snacken. Perfekt. Wobei ich hätte ihn einfach, naja, ausschalten können eben mal.
Dann wäre das ein bisschen sicherer gewesen. Oh cool, ein Stern. Das wäre dann noch sicherer gewesen. No! I was too slow! Oh no! Ich muss sterben. Aber ja, er bleibt immerhin länger weg als der in Super Mario Bros. 3. Der ist ja gefühlt gar nicht weg. So. Komm mal her. Sehr gut. Genau wie geplant. So. Wow, der ist ja schon wieder da. Was? Schade. Probieren wir das nochmal. Nein. Egal. Doppel-KO. So. Und bevor der mir gleich wieder von rechts direkt spawnt. Weil er genau an der Stelle einfach nochmal kommt. Weil ich zu dumm war, diesen dummen P-Switch einfach zweimal zu treffen. Kann ich nicht einfach... So. Raus. Und dann laufen wir jetzt. Und rein da. Nice. Und dann einfach weiter, ne? Ja, hier ist das Ziel. Cool. Ich jetzt sogar direkt zur Kanone noch nebenbei? Nein. Dann Frage an den Chat, von welchem Level aus komme ich zur Kanone, falls ihr das noch wisst. Svenja dir währenddessen mir wieder sagen, wo ich ganz viele Leben kriege. Okay, dann entscheide ich einfach. Muss das Geisterhaus sein? Ja, geil. Egal, 6 Leben. Im Geisterhaus. Also ich habe es ja auch vermutet, aber... Gucken wir uns nochmal sehr genau hier um. Sag mal, Geisterhäuser haben ja häufiger so ein bisschen secret-mäßig noch irgendwas versteckt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie einfach so eine unsichtbare Tür, durch die ich gehen muss, oder? So, keine Ahnung, hier unten ist irgendwo eine unsichtbare Tür.
nichts weiter. Hui. Und tschüss. Mich irritiert es ein bisschen, dass er bis dann nach ganz oben fährt und da einfach so eine kleine Lücke ist. Hier ist auch nichts in dieser Lücke. Also hier in dem ersten Raum habe ich schon mal nichts entdeckt. Dann schauen wir nochmal in den zweiten. Hier ist ja auch nur diese endlose Treppe. Und hier ist das Ziel. Hä? Also wenn ihr einen Hinweis habt, wo der Secret Exit sein soll, nehme ich den lieben gerne. Ich habe das ganze Ding jetzt, keine Ahnung, mehrmals abgesucht. Und hab da echt nichts gefunden, wo ein Secret Exit sein könnte. In der Gegend um den zweiten Fragezeichenschalter. Gut, also das heißt, da, also hier am Ende dieses ersten Raumes, sage ich mal, ne? Schön. Heißt, eventuell muss ich noch schneller sein und noch weiter zurücklaufen, um da irgendwo noch einen... okay, falsche Richtung. Um da irgendwo noch eine Tür zu finden, wenn ich die erste Tür aktiviere. Heißt, meine Idee war eigentlich von Anfang an ganz richtig. Ich bin nur nicht weit genug zurückgelaufen. Dann schauen wir doch mal, wie weit man da potenziell zurücklaufen muss. Wie weit muss man hier zurück? Bis hierhin komme ich maximal. Und hier oben ist auch nichts. Nein, einen Aufzug verpasst. Ich glaube, hast du gesehen? Was? Okay.
Also ich habe nämlich gar nichts gesehen. Also ihr könnt mir jetzt gerne mal sagen, wo da was ist, weil ich bin jetzt keine Ahnung, wie oft hier durchgelaufen. Ich habe nichts gesehen, wo da was sein sollte. Wobei, ich habe eine Idee. Was? Die Tür hier links ist ja die normale, der normale Weg. Ich habe aber gerade eine andere Idee. Ach, da! Als ob! Ich dachte die ganze Zeit, das ist die normale Tür, die da steht. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet, dass das eine andere Tür ist. Wie mies! Ja, du denkst halt die ganze Zeit, ja, da ist ja eine Tür. Also ignorierst du die, aber dann fällt dir in der Schnelle nicht auf, dass das eigentlich eine andere Tür ist, die näher dran ist. Ja gut, da habe ich jetzt ein bisschen zu lang gehangen. Na, es wird wahrscheinlich wieder nichts, aber probieren wir es mal. Nein! Ja gut, kann mich in den Abgrund schmeißen. Ich habe meinen Run mal gefragt, ob die Tür dann schon immer da war. Habt ihr dann in die andere gesehen und ist einfach so abgetan? Ja, ist halt die Sache. Ich habe die Tür wahrscheinlich jetzt auch gerade schon 10 Mal gesehen. Aber je alle 10 Mal habe ich mir gedacht, ja, das ist ja die Tür, die da eh ist die ganze Zeit. Ist ja keine neue Tür. Richtig fies. Und hätte ich die, glaube ich, gerade auch nicht beide zusammen für einen Moment nebeneinander gesehen, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt, dass das eine andere Tür ist. So, und rein da. Meine Güte! Richtig freches Bonus-Level. Oder auch richtig frecher Bonus-Exit. Das hat ja gebraucht, da hochzuspringen. Yay, noch eine Kanone für Welt 5 oder so. So, aber damit haben wir auch Welt 3 komplett. Wobei, du bringst mich wahrscheinlich nicht nach 5, sondern nach 7. Oder nach 6. Nehme ich auch. Ich hoffe, es ist für Welt 1. Aber hey, dann werden wir Bowser Jr. auch in Welt 5 nicht sehen. Okay. Heißt aber, wir gehen zurück nach Welt 4. Und werden hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Aber auf jeden Fall schon mal guten Fortschritt gemacht. Also Welt 1, 2, 3 komplett abgeschlossen.